Lernt man denn eigentlich wirklich was auf Konferenzen und Workshops und Netzwerktreffen und sonst was, oder ist das einfach nur verschwendete Zeit? Hi, mein Name ist Cliff Capitas von Pixelcoma und ich würde euch gerne erzählen, was ich bei der Pixel Power gelernt habe. Das war eine Fotokonferenz, die vor ein paar Tagen stattgefunden hat und ja, ob es sich ausgezahlt hat, darüber reden wir heute. Die Pixel Power ist eine Konferenz in Wien, wo es um Fotografie und Bildbearbeitung geht, die jetzt zum 6. Mal stattgefunden hat, die ich organisieren darf. Und die macht mir jedes Mal wirklich viel Spaß, weil dort sehr, sehr viele spannende, coole Speaker hinkommen, zu denen man normalerweise vielleicht nicht so den Zugang hat, wenn man sie versucht im Alltag nur zu treffen oder anzuschreiben, weil sie halt sehr beschäftigt sind und viel unterwegs sind. Und die Frage ist jetzt dennoch, habe ich was gelernt? Hat das was gebracht oder was nur Arbeit oder was nur Spaß? Und ich habe mir gedacht, ich fasse euch mal so ein bisschen den Tag zusammen, wie ich ihn wahrgenommen habe, beziehungsweise meine Learnings, die ich daraus gezogen habe. Punkt 1. Alle Speaker sind unglaublich sympathisch, nett, offen und man kann mit ihnen über alles reden. Das heißt, dieses Networking, dieses Zugehen, die kennen sich auch alle untereinander. Also man, natürlich sieht man sich immer wieder auf Events, aber die kennen natürlich auch die ganze Industrie und alle Leute, die dazugehören. Und da tauscht man sich aus. Und da kann man wirklich alles fragen, von wie hast du das gemacht, mit wie kennst du da wen oder kommt man dorthin? Das heißt, ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, die ich mir für solchen Events immer mitnehme, schaut, dass ihr euch vernetzt, schaut, dass ihr mit Speakern redet, schaut, dass ihr Leute von der Industrie kennenlernt, schaut, dass ihr Leute kennenlernt, die euch helfen, eure Projekte und Ideen weiterzubringen. Das heißt, Networking ist wirklich das A und O eines jeden solchen Events. Neben Networking gibt es natürlich noch viele weitere Punkte, die interessant sind. Ein Punkt, den Nuriel Molcher aufgebracht hat, unser erster Speaker für den Tag, war, dass man sich ständig weiterbilden muss, dass man sich ständig weiterentwickeln muss, dass man seine fotografischen Künste immer weiterbringen muss, besonders weil einem ja irgendwann einmal fad ist. Das hunderttausendste Porträt mit genau demselben Setup, das hunderttausendste Food-Foto mit genau demselben Setup, irgendwann stößt man mal so an kreative Grenzen und sagt, hey, ich habe das jetzt schon mal alles ausprobiert, ich würde gern was anderes machen. Und da ist es Zeit, dass man sich den Horizont erweitert, dass man lernt, dass man hinausgeht. Und einer der wichtigsten Tipps hier ist, fragt Leute, die ihr als Vorbilder empfindet. Das heißt, wenn ihr irgendjemand seht, der wunderbare Porträts macht oder der großartige Urbex-Fotos macht oder der tolle Essens-Fotos macht, dann kommt doch ins Gespräch mit denen, fragt denen alles, was ihr wissen möchtet, welches Objektiv verwendest du, wo hast du das fotografiert, wie kommst du dort zu den Kunden, wie kriegt man Access. Die meisten Leute werden das antworten, besonders wenn sie auf einem gewissen Niveau sind. Wir kennen das alles, gerade in Österreich, gerade in Wien ist das immer so, Freund aller Wirtschaft und keiner sagt irgendwem was und na, so, da brauche ich keine Informationen geben, aber das stimmt eigentlich nicht. In Wirklichkeit, wenn man halbwegs sympathisch anschreibt, also nicht einfach nur verlangen, sondern hey, ich würde dich gerne auf einen Kaffee einladen, vielleicht können wir mal drüber reden, ich interessiere mich sehr für deine Food-Fotografie, ich folge dir schon Ewigkeiten, hätte ein paar Fragen. Ich glaube, die wenigsten Leute werden da ja sagen. Und diese Abkürzung, direkt von einem Mentor zu lernen oder jemand, der das schon kann, ist natürlich eine sehr, sehr große, weil man muss viele Fehler nicht selber machen, man muss viele Wege nicht selber gehen, sondern man kann sich ja Shortcuts einholen. Und das ist natürlich ganz, ganz großartig. Das heißt, hier ein weiterer ganz, ganz wichtiger Tipp, immer weiterbilden und direkt bei Leuten, dank Instagram, LinkedIn, Facebook etc., kann man ja diese Leute inzwischen direkt anschreiben und muss nicht über irgendwelche Managements oder sonst was gehen. Einfach fragen und dabei natürlich bitte freundlich bleiben. Und was ich beim Vortrag von Nuriel Molcher auch mitgenommen habe, was ich als großes, großes Learning gesehen habe, was ich versuche auch immer wieder bei mir zu verinnerlichen, ist aus Problemen Lösungen zu machen. Nuriel hat die Geschichte erzählt, wie er begonnen hat mit seinen Urbex-Fotos, wie er begonnen hat, Wien von anderen Seiten zu zeigen. Und da war halt das Problem, wie kommt man an diese Orte, beziehungsweise wie kommt man auf neue Locations, dass man coole Fotos machen kann. Und natürlich ist Einsteigen über Baustellen eine Möglichkeit, weil über Bauzäune und über Baugerüste kommt man relativ schnell auf Aussichtspunkte, auf Locations, auf die man sonst nicht kommt, wo man einen großartigen Blick über Wien oder über eine Gegend hat und kann dann natürlich ganz großartige Fotos machen. Und ja, das ist nicht so super und genau deshalb hat sich Nuriel überlegt, wie kann man das verwenden, um das besser zu machen. Und er hat halt geschaut und gesehen, ah ja, auf jedem Bauzaun steht da eine Telefonnummer, wer dieses Gelände betreibt, wer sich hier darum kümmert und er hat einfach angerufen. Und hat gesagt, hey, ich mache solche Fotos, schaut mal her. Wenn man was zum Herzeigen hat, ist das natürlich immer gut. Ich würde sehr gerne auf der Baustelle von euch auch solche Fotos machen. Ich stelle sie euch gern zur Verfügung. Dafür darf ich dort hin und verlasst mich nachts aufs Dach oder sonst irgendwo hin.
Und genau dieser Ansatz ist ganz, ganz wichtig. Nicht einfach nur schauen, oh, ist so kompliziert, das kann ich nicht, das geht nicht, sondern schauen, was kann ich daraus machen? Und nicht nur, dass der Nouriel Sum Zugang gekriegt hat zu den einzelnen Orten, zu denen er sonst nicht hingekommen ist, er hat das in weiterer Folge auch in einen Business Case verwandelt. Das heißt, er hat dann tatsächlich angerufen und gesagt, hey, schaut mal, ich kann solche Fotos machen, ich habe gesehen, ihr habt an dieser und jener Stelle eine Baustelle, ihr baut da gerade was Neues. Falls ihr solche Fotos wollt für euer Projekt, falls ihr solche Fotos von mir wollt, lasst uns reden und können wir gerne machen. Das heißt, auch hier etwas, das eigentlich ein komplettes Problem ist, in einen Business-Case umwandeln, großartige Lösung. Und das kann man mit ein bisschen Kreativität und ein bisschen Überlegung bei fast allen Zwecken machen. Das heißt einfach nicht nur, oh Gott, das ist ein Problem, ich kann nichts machen, sondern schauen, wie kann ich das Beste draus machen und im Idealfall, wie kann ich es denn vielleicht noch in ein Geschäftsmodell umwandeln. Der zweite Speaker, der bei uns bei der Pixel Power zu Gast war, war Max Morawetz, ein super Kollege von mir, den ich schon lange, lange kenne, auch aus dem Hause Canon. Und der hat einen Vortrag gebracht zu Soulful Storytelling, das heißt Geschichten erzählen mit Fotos. Und das ist ja die wahre Kunst, eine technische Aufnahme gut hinzukriegen, ein scharfes Foto zu machen. Ja, das sind die Einsteigerprobleme, bis man mit Technik beherrscht, bis man mit der Kamera umgehen kann, bis man das Licht beherrscht. Aber dann geht es ja ans wirklich Wahre. Wie schaffe ich es, Gefühle einzufangen und Geschichten zu erzählen? Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich mir auch wieder mitgenommen habe. Ich muss schauen, dass ich viel mehr Emotionen in meine Bilder bringe. Ich möchte genau das schaffen, was der Max gemacht hat. Der hat so ein Showreel vorgespielt von Hochzeiten und Paar-Shootings, die er begleitet hat. Ich habe keine dieser Personen gekannt. Ich bin jetzt nicht so der gefühlsduselige Mensch. Hochzeiten sind schon gar nicht meins. Aber ich hatte am Ende dieser Slideshow Tränen in den Augen, weil so wunderbare emotionale Momente eingefangen worden sind. Und das ist eine Skill, die man genauso trainieren kann wie Lichtsetzung oder welches Objektiv man verwendet oder sonst was in die Richtung. Man muss sich halt nur damit auseinandersetzen. Man muss sich viele Bilder konsumieren und man muss auch mit Menschen können. Man muss einen Zugang finden, dass man nicht stört und damit die Leute nicht vor der Kamera schrecken, sondern dass man halt in Teil der Story wird. Ja? Und darum geht es ja, dass man da reinkommt. Das heißt, mehr Emotionen in Fotos einpacken. Ich habe danach dann noch mit 2, 3 Teilnehmern geredet und wir waren uns dann alle einig, der Unterschied zwischen einem echt guten Foto und einem unglaublich großartigen Foto, einem bewegenden Foto, sind einfach die Emotionen in diesem Foto. Und Max hat auch so eine kleine Side-Note gebracht, die ich sehr lustig fand, die bei mir in Erinnerung blieb. Und er hat erzählt, wenn dir mal auf einen Job langweilig ist, dann liegt das dran, dass dir langweilig ist. Also wurscht, ob du jetzt bei einer Hochzeit im Eck stehst und denkst, mein Gott, wann geht's denn endlich weiter? Oder wenn ich beim Foodshooting warte, wann der nächste Gang kommt oder sowas in die Richtung. Wenn dir der Fad ist und du nichts mit dir anfangen zu weißt, dann ist das ganz und alleine dein Problem. Du könntest diese Zeit nutzen, um neue Dinge auszuprobieren, neue Zugänge zu machen, um die Zeit mit irgendwelchen coolen Fotos zu überbrücken. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also, dass man nicht so abstumpft, weil eigentlich haben wir einen der besten Jobs der Welt und wirklich schöne Jobs und wir können sie uns noch schöner machen und noch besser machen, wenn wir unsere Zeit einfach besser nutzen. Der nächste Vortrag war von Martin Dörsch. Da ging es um LUTs und Color Management. LUTs ist so eine technische Abkürzung, steht für Lookup Tables. Jeder, der mit Filmen gearbeitet hat, wird das schon mal gehört haben. Jeder, der vielleicht viel mit Fotos und Bildbearbeitung zu tun hat, kennt das vielleicht. Und Martin hat uns eine Möglichkeit gezeigt, die ich unglaublich spannend fand, nämlich eine technische Lösung für ein alltägliches Problem. Man hat ja oft große Events und die fotografiert man und filmt man mit den unterschiedlichsten Equipment. Das heißt, man hat seine große Kamera mit, dann hat man vielleicht irgendwo ins Eck eine GoPro gestellt, dann hat man eine Drohne dabei, dann macht man da Fotos und Videos, hat einen zweiten Shooter, der hat vielleicht eine andere Marke dabei. Und dann am Ende des Tages hat man ganz viel Rohmaterial, aus dem man dann eine kohärente Serie an Bildern bzw. Videos machen soll. Und das soll ja alles gleich ausschauen. Idealerweise soll die Bilder auch perfekt zum Video passen und zusammenpassen. Und da wir alle wissen, dass die unterschiedlichen Hersteller Farben unterschiedlich interpretieren und einfach auch die Formate sehr, sehr unterschiedlich sind, ist dieses Anpassen, dieses Angleichen der Farben oft sehr, sehr schwierig, beziehungsweise einfach nur mit Augenmaß möglich, was natürlich nicht sehr befriedigend ist. Und Martin hat uns einen echt, echt coolen Weg gezeigt, wie man das mit LUTs, mit Lookup-Tables machen kann, dass man mit Referenzbildern sagt, das ist die Hauptkamera und diesem Farbprofil möchte ich mich anpassen und alle anderen Farbprofile dorthin migriert. Das ist relativ technisch gewesen, darum werde ich jetzt gar nicht einmal ansatzweise versuchen, das nachzuvollziehen. Ich lasse euch unten einen Link zu einem Online-Kurs von Martin, wo er das ganz, ganz genau erklärt. Da kann man das einmal nachbauen, aber das Learning daraus war super. Es gibt ein Problem, es gibt eine perfekte technische Lösung, man muss sich einmal damit auseinandersetzen. Man hat dann für alle weiteren Folgen diese LUTs, diese Lookup-Table schon fertig und kann von dann ab alle Farben, Videos und alles abgleichen und hat perfekt aufeinander abgestimmte Farben in allen Bereichen. Also auch hier
ein super Tech-Takeaway, das, von dem ich nicht einmal gewusst habe, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und genau solche Sachen finde ich immer wieder spannend, weil gerade bei Konferenzen und bei irgendwelchen Netzwerktreffen oder Messen oder sonstigen großen Veranstaltungen trifft man immer wieder Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und oft sind das Bereiche, mit denen man nicht sehr viel zu tun hat. Also ich versuche, so wenig wie möglich mit den technischen Welten mich auseinanderzusetzen. Ich möchte eher kreativ sein und möchte Fotos machen, mich umsetzen, nicht umsetzen, möchte Fotos machen und coole Sachen umsetzen. Und da ist es aber immer wieder spannend, wenn dann so ein Tech-Input kommt oder von irgendeiner ganz anderen Seite so ein Tipp, der auch mir in meiner Welt sehr, sehr viel hilft. Also, Takeaway, auch Technik ist wichtig und es gibt dafür alles Lösungen. Am Nachmittag waren dann Canon Ambassadors Carmen und Ingo bei uns und haben so ein bisschen was zur Erfolg und Definition von Erfolg und ihrer Arbeitsweise und vom Business erzählt. Und auch das finde ich ist eine extrem, extrem wichtige Sparte. Wir sind ja so oft fixiert auf perfekte Bilder und schöne Fotos zu machen und kreativ zu sein. Aber wenn das unser Beruf ist, wenn wir davon leben müssen, ist es ja eigentlich auch unsere Aufgabe davon, gut leben zu können, Geld zu haben, damit wir in neues Equipment investieren können, Zeit, Geld zu nehmen, um Pausen einzubauen, damit wir uns auf neue Projekte einstimmen können und Zeit zum Denken haben. Das heißt, wenn man von der Fotografie oder von der Videografie oder Bildbearbeitung lebt, ist es natürlich auch unglaublich wichtig, dass man damit Geld verdient. Und Carmen und Ingo haben uns da so ein bisschen auf eine Reise durchgenommen, was sie denn alles machen, wie sie dorthin kommen. Und da waren auch zwei, drei Learnings dabei, die ich super spannend finde. Erstens, sie sind unglaublich aufgeschlossen neuen Tools gegenüber. Das heißt, neue Werkzeuge, die ihnen Zeit sparen, sei es bei Social Media Stories posten, sei es bei Bildnachbearbeitung. Sie verwenden AI-Editing-Tools, weil man einfach dann diese langwierigen Arbeiten, die eigentlich sehr gut outsourcbar sind, abgeben kann, im Idealfall an Maschinen und Automatismen, damit man sich aufs wirklich Wichtige konzentrieren kann, nämlich die Kundenkommunikation, die Akquise, die Kreativität oder im schlimmsten Fall Zeit für sich und die Familie. Das heißt, das war mal super zu sehen, wie Leute, die wirklich extrem gut im Business stehen, die ganz viel machen, wie sie es schaffen, so ein Arbeitsvolumen zu bewältigen. Und die machen genau das, was man sich eigentlich denken könnte. Alles outsourcen, was nicht für sie relevant ist, möglichst viele Tools verwenden, um ihr Leben einfach zu machen, um den Arbeitsworkflow einfach zu machen und um sich auf das Wesentliche konzentrieren, was dann dazu kommt. Und das zweite große Takeaway, was ich super spannend finde, Carmen und Ingo sind ja großteils im Wedding-Bereich unterwegs, das heißt, sie machen Hochzeiten in allen Varianten, Destination-Weddings und was dazugehört und bieten natürlich auch hier einen großen Mehrwert an. Sie machen nämlich nicht nur Fotos, sondern sie machen natürlich auch Videos dazu. Und sie machen auch relativ geschicktes Marketing, das heißt, sie machen iPad-Sessions, nämlich wenn sich das Brautpaar hinsetzt und es gegessen wird, dann geben sie mal ein iPad durch, wo schon die ersten fertig bearbeiteten Fotos drauf sind, wo sich alle was anschauen können. Und das geht deshalb, weil sie Tools nutzen und AI nutzen, dass das so schnell bearbeitet, damit sie es gleich herzeigen können. Und der wirklich große Wert ist, sie fangen dort die Leute emotional auf. Erstens sind alle jetzt schon begeistert, oh, wie toll schaut das aus. Und oft ergibt sich daraus weiteres Business. Man muss nicht erst warten, bis 3 Wochen später irgendwann die Hochzeitsfotos vorbeikommen, sondern da in diesem emotionalen Moment, wo alle drin sind, wo getrunken wird, gefeiert wird und alle und ihr sagt, boah, das sind großartige Fotos, euch will ich auch buchen, wo geht das? Und natürlich gibt es dann gleich einen Link und einen QR-Code, wo man mal ein Erstgespräch mit ihnen ausmachen kann. Und das sind eigentlich einfache Tools. Und was mich dann, also der wirkliche Aha-Moment war, sie haben gefragt, wer denn sowas Ähnliches auch macht. Und in diesem Kreis von 100 Fotografen, die hier drin waren, haben vielleicht zwei, drei aufgezeigt. Sowohl beim Bereich, dass sie auch Videos dazu machen, als auch, dass sie irgendwelche Specials oder irgendwas Besonderes und Top anbieten. Und das fand ich wirklich eye-opening, weil alle ärgern sich immer, alle reden drüber. Es gibt so viele Hochzeitsfotografen, so wenig Kunden, wir müssen uns über den Preis battlen, wir müssen immer günstiger werden, weil sonst nimmt das ja keiner mehr, jeder fotografiert. Aber das stimmt ja gar nicht. Wenn wir es schaffen, Mehrwert zu liefern, wenn wir uns schaffen, anders zu positionieren, coolere Sachen zu machen als unsere Kollegen und Kolleginnen, dann haben wir natürlich einen klaren Startvorteil und da müssen wir nicht billiger werden. Und bei so vielen Fotografen, die alle großartig sind, zu sehen, wie viele da diese Zusatzangebote mitnehmen, die eigentlich gar nicht so viel Arbeit sind, wenn man sich einmal das vorbereitet und aufbereitet. Ja, also ich glaube, da ist noch viel Platz im Markt, dass man sich positioniert und von der Konkurrenz abhebt. Und das ist natürlich eine Sache, die wir alle machen müssen. Wir müssen schauen, warum sind wir besser als die anderen. Und natürlich gibt es irgendwann ein Level, wo einfach die Fotos passen. Ja? Wurscht, ob das Hochzeiten sind oder Essen oder sonst was. Irgendwann erreicht man ein Niveau, wo ich und viele andere Kollegen gleich gute Fotos machen können. Und dann muss man sich überlegen, wie kann ich mich von der Konkurrenz abheben, was kann ich zusätzlich anbieten, was mache ich anders, was mache ich besser, schneller,
wie kann ich mich von der Konkurrenz differenzieren? Wie kann ich schauen, dass ich ein Alleinstellungsmerkmal habe, dass die Leute mich buchen und nicht meine Kollegen? Und das dürfte gar nicht so schwierig sein, weil es machen nicht viele. Der Tag endete dann mit Matthias Knippeis, einem ganz, ganz großartigen Fotografen, Sony Ambassador, macht ganz, ganz großartige, coole Projekte und er beschäftigt sich ganz, ganz viel mit AI. Das heißt, er spielt jetzt schon mit allen Tools, die ihm hier zur Verfügung stehen, um tatsächlich reale Projekte umzusetzen. Und das war sehr, sehr cool, hier einen Einblick zu kriegen und auch zu sehen, wie wenig man sich Sorgen machen muss um das Ganze. Weil AI begleitet uns jetzt schon Ewigkeiten. Ob das jetzt in der Kamera ist mit dem Adaptive Autofocus, der mitlernt oder weiß ich welchen Tools, die wir sonst hier haben. AI gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Nur jetzt gibt es ein Tool, wo jeder theoretisch Bilder kreieren kann, Bildwelten erstellen kann. Aber ich glaube, da ist ja nach wie vor der große Aufhänger. Es kann ja bis jetzt eh auch jeder. Es gibt inzwischen so viele Kameras, die so einfach zu bedienen sind, dass wirklich jeder Fotos machen kann. Deshalb ist aber noch nicht jeder Fotograf oder Fotografin, weil dieses Tool zu beherrschen ist das eine, aber bildlich denken zu können, Bildgestaltung mitzunehmen, Kreativität mitzunehmen, das ist unglaublich wichtig. Und das wird noch viel, viel wichtiger im Bereich der AI, wo ich Bilder beschreiben muss, die es gar nicht gibt. Da muss ich Kreativität mitbringen. Da muss ich wissen, wie ich mit meinen Prompts umgehe, um entsprechende Bilder rauszubringen, damit mein Kunde zufrieden ist, damit ich das visualisieren kann, was ich möchte. Und diese Kreativität und diese Möglichkeit, das zu kommunizieren, fehlt sehr, sehr vielen Leuten. Ich glaube, jeder von uns kennt das, dass man schon mal ein Kundenbriefing gehabt hat und am Ende gedacht hat, was wollt ihr eigentlich, was für Fotos braucht ihr? Und dann liegt es an uns, das aus denen herauszukitzeln. Und genauso ist es mit der AI. Genauso wie jeder einen Pinsel und eine Staffelei sich kaufen kann, ist noch nicht jeder Maler. Weil man muss halt lernen, diese Striche zu machen, diese Bilder zu machen, etwas zu zeichnen. Und hier geht es halt mit einem neuen Tool darum, verbal oder textlich eben zu beschreiben, was man sieht, was man haben möchte und da entsprechend auch die Kniffe und Tricks zu kennen. Und das kann nicht jeder. Aber was jeder von uns kann, ist sich rechtzeitig damit auseinandersetzen. Das heißt, jetzt schon schauen, was geht, welche Möglichkeiten habe ich, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren. Und da hat Matthias ein paar coole Beispiele gebracht, eben von Visualisierungen für potenzielle Projekte. So könnte es ausschauen, Moodboards, die man damit erstellen kann. Bis hin zu, keine Ahnung, Hintergründe zaubern, die man dann irgendwo einbaut, die man braucht, Objekte einverwenden. Inzwischen hat ja die KI auch bei Photoshop Einzug gehalten, Generative Fill, ein unglaubliches, cooles Tool. Gibt es demnächst ein weiteres Video dazu. Wenn man sich jetzt mit dem auseinandersetzt und nicht sagt, brauche ich nicht, habe ich Angst, interessiert mich nicht, dann hat man wieder einen großen, großen Wissensvorsprung, wenn in 1, 2, 3 Jahren sich das wieder als Status Quo etabliert hat, dass man das alles machen kann und dann erst anfängt, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, dann hinkt man wieder hinterher. Während wenn jetzt ihr Cutting Edge seid, also am Schneidepunkt der Technologie und euch damit auseinandersetzt und euch auskennt und es als weiteres Tool verwendet, dann habt ihr gewonnen. Zumindest ist das so meine Ansicht und ich glaube, der Matthias teilt die auch sehr in dieser Richtung. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Die Pixel Power war großartig. Ich finde, man kann aus solchen Events nur das rausnehmen, was man reinsteckt. Das heißt, wenn man dort offen hingeht und bereit ist, Sachen aufzunehmen oder mit Fragen hingeht, dann kann man dort unglaublich viel einsammeln. Ich würde jetzt mal sagen, mit 10 Jahren Berufsfotograf-Erfahrung bin ich schon relativ gut angekommen, aber ich nehme jedes Mal bei solchen Events so viel Informationen mit und auch Neues und Gedankenanstöße und Motivation, dass ich es wirklich ganz, ganz großartig finde, dass solche Events regelmäßig stattfinden. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass wir uns nächste Woche bei der Photo & Adventure sehen, die ist nämlich auch bald wieder. Das sind etliche Kollegen, die wir heute besprochen haben, Carmen und Ingo sind dabei, der Max ist dabei, Matthias Knippers ist wieder unterwegs, ich werde auch dort sein mit 1, 2 Workshops und Vorträgen. Und ich hoffe, ihr seid dabei, weil dann sehen wir uns dort, können ein bisschen was besprechen, vielleicht auch die eine oder andere Frage klären, Projekte planen. Seid dabei, es macht Spaß und es zahlt sich auf jeden Fall aus. Also, sagen wir uns ehrlich, cool ist es. Ab zum nächsten Event und nicht vergessen, zuschauen, abonnieren, liken. Wir sehen uns nächste Woche live auf der Photo & Adventure. Bis dann. Schrammel, schrammel, schrammel.